Moin Leute und herzlich willkommen. Heute spielen wir nochmal eine Runde Super Meat Boy. Und zwar wollen wir heute mal die dritte Welt ein bisschen intensiver spielen. Denn ich spiele das Spiel jetzt auch wieder privat sehr, sehr intensiv. Beziehungsweise wiederhole meine Lieblingslevels. Und die dritte Welt ist wirklich meine Lieblingswelt. Die macht einfach richtig, richtig Laune. Und zu gegebenem Anlass machen wir das heute mal ein bisschen. Und vielleicht schaffen wir die ja sogar in einem Part, wenn ich nicht total fehle. Und ansonsten auch die Dunkelwelt nochmal in einem separaten Part. Wobei ich mich da an die Dunkelwelt gar noch erinnern kann. Aber heißt ja nicht, dass wir auch total fehlen. Vielleicht schaffen wir die ja trotzdem Grade A plus. Bin ich mal gespannt, ob wir es in jedem Level hinkriegen. Aber wenn es sehr, sehr schwierig wird, dann lassen wir das mit dem Grade A, weil sonst geht der Part hier eine Stunde und dann hänge ich an einem Level 20 Minuten und der Rest besteht aus zwei Dritteln des Videos und das wollen wir ja nicht so gerne. Kommen wir hier rüber. Ah, Mann, das ist so das Ätzende. Das ist ein relativ langes Level. Okay, da gibt es deutlich längere, aber das ist so schwierig. Wenn du kurz vorm Schluss bist und dann nochmal verreckst. Ja, was war das denn? Ich habe eigentlich die Sprungtaste gedrückt, aber wahrscheinlich ein bisschen zu spät oder so. Weil das ist dann immer besonders ärgerlich, wenn man es fa fast geschafft hat und dann kommt noch so eine Kacke. Da könnte man wirklich immer richtig austicken, aber halb so wild. Wir werden das Level schon schaffen. Da bin ich relativ zuversichtlich, zumal ich das auch schon früher eigentlich sehr, sehr oft gespielt habe. Aber rückwärts ist immer noch mal ein anderer Schnack. Wenn man vorwärts das macht nach rechts, dann prägt man sich das ein und dann muss man nach links. Das ist dann immer doch noch ein Unterschied. Ey. Ja, das geht nach links. Oben das, wie ist das mit dem Ohr? Ich springe aber mal. Ja. Ja. Ach, das Level. Ich erinnere mich. Ich glaube, in der Dunkelwelt war das Ganze noch ein bisschen komplizierter. Ja, ich erinnere mich. Die kommen dann auch noch, die Dunkelwelt. So, hier müssen wir diese Dinger nutzen. Auch extrem cool. Wie ich finde, reicht das? Ja, das reicht. Muss gar nicht unbedingt ganz unten. Zum Beispiel hier, das hat unten, wenn man dazu, wenn man gegenspringt, rutscht man immer noch ein Stück nach unten. Wenn man dann zu weit unten auftrifft, dann kann es passieren, dass man runterfliegt. Deswegen hat das zum Glück aber gereicht. Ach, an das Level erinnere ich mich auch noch. So, hier ist es, glaube ich, wieder so. Oh ne, hier ist noch entspannt. Da vorne müssen wir ein bisschen moven, ein bisschen elegant. So, hier, da wäre was. Gut, da war ein Pflaster, darauf haben wir jetzt verzichtet. Sonst holen wir jetzt nochmal, versuchen wir nochmal an das Pflaster zu kommen. Und so ein lilanes Portal war da, habt ihr das auch gesehen? Das würde ich persönlich mir dann doch noch ganz gerne holen. Wenn wir da rankommen. Aber lasst mich mal machen. Aber wie, wir, hä? Ja, okay, ist schon weg. Ich weiß. Hä? Wie soll man aber bitte da rankommen? Hä? Ach komm, lassen wir das einfach. Das ist doch. Hä? Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Ich mir hier die. Ich hier ausraste, lassen wir das lieber und gehen direkt weiter in das nächste Level. Bis jetzt ist alles hier noch relativ easy, aber ich weiß nicht, wie schon. Es kommt dann immer irgendwann, ist immer so, die Welten fangen einfach an. Okay, die erste ist es relativ einfach komplett, aber das ist immer so bei. Gerade bei Super Meat Boy ist. Das ist nicht immer so. Es wird von Level zu Level schwieriger, sonst oft ist es so irgendwie, was weiß ich, 5 bis 10 Levels sind relativ easy und dann auf einmal, zack, ist das schwierig und du hängst an einem Level jahrelang. Möchte ich schon fast sagen. Aber dann auf kurz so lang kriegt man die hin und man merkt, man fühlt sich wirklich immer, wie man ein Stück besser geworden ist. Wenn man an irgendeinem Level hängt und dann schafft man das und merkt man wirklich, wie viel. Man fühlt sich immer besser. Man merkt, man ist ein ganzes Stück besser geworden und das motiviert dann natürlich auch. Und das war auch so einer der Gründe, was mich an dem Spiel mehr oder weniger süchtig gemacht hat. Ich weiß nicht, wirklich süchtig nach dem Spiel, aber das hat mir schon viele, zahlreiche Stunden an Spaß bereitet. Und das tut es auch immer noch. Oh Gott, das war knapp. Ja. Scheiße, das Pflaster hätte ich gerne mal gekriegt. Ich könnte mir schon gerne mal wieder ein paar Pflaster gönnen. Offline hatte ich mir 1, 2 geholt, aber mit den Pflastern da ranzukommen, da tue ich mich echt immer schwierig mit. Dass wir es geschafft haben. Yay, Bandage geht. So, jetzt kommt da so ein von links. Ah, ich glaube, da haben wir. Das schaffen wir.
Komm, First Try. Okay. Das wäre das Geilste, wenn man so, wenn man sagt, First Try, das beschreit und dann an so einer richtig behinderten Stelle stirbt, die man eigentlich sonst locker hinkriegen würde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt müssen wir auf die andere Seite. Und schon noch was. Ab in das nächste Level. So, nochmal, nochmal, nochmal. Ab. Ach, bisschen zu weit gesprungen. Oder vielleicht sollen wir den Booster weglassen. Nicht rennen. Ja, das war eine super Idee. So, dann warte ich mal, bis er wieder weg ist. Schneller geht's auch eigentlich nicht. Ja. Great A. So, hier hin. Ab zu dem da drauf. Auf den. Ja, Mann. So, der fährt richtig schön nach oben. Ein richtig schöner Fahrstuhl. Hochmodern. So, ich dachte, der fährt noch ein Stück nach unten. Und jetzt warte ich einfach mal. Und. Perfekt. Great A, perfekt. Das ist schon das 15. Level Vertigo. Da kommen CSGO-Gefühle hoch. Diese Map Vertigo kennt ihr bestimmt der ein oder andere von euch. So, hier drauf vielleicht, ja. Okay, das wird nichts mit Grade A, ja. Ist nicht so schlimm, dass wir sterben, denn Grade A, das wollen wir hier in jedem Level, in diesem Durchlauf, in diesem kleinen, schönen Durchlauf jetzt schaffen. Nein! Es wird wieder nichts. Wobei, ich bin auch gerade ein bisschen sehr pessimistisch eingestellt, weil rein theoretisch könnte das wirklich werden, weil, was werden, auch wenn man mal hier mehr oder weniger runterfällt, denn das ist gerade noch nicht so streng mit der Zeit. Ah, Mann, wie hab ich das denn? Wie soll ich das denn machen? Ach komm, stirb. Ich scheiße uns mal eben auf Grade A und mach das Level dann einfach nochmal, wenn ich weiß, was genau ich machen muss, wo muss ich ungefähr abspringen. Das ist, glaube ich, relativ, es ist, glaube ich, besser. Sonst hätte ich eigentlich gedacht, so, ja klar, zerquetsche mich nochmal. Oh Mann. Mann, oh Mann. So. Nein, 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 nein. Ach Gott. Oder hatte ich das so gemacht? Soll ich hier drauf? Warum tue ich mich jetzt plötzlich mit diesem scheiß Level so schwierig? Alter. Mann. Was ist das denn? So, das hätten wir. Mhm. Nein, nein. Das war zu hoch. So hätte ich das gerade eben gemacht. Ich bin hier rüber gesprungen. Zack. Zack, Alter. So, dann habe ich das so gemacht. Gewartet, bis er unten war. Und dann, während er hochgefahren ist. Oh. Oh, Mann, ey. Dann muss ich tatsächlich ein Stück warten. Am besten springe ich hier direkt drüber. Ja. Nein. Scheiße. So, hier jetzt drauf, ey. So. So. Und dann hier gegen. Zack. Und da oben ist das Schweinchen. Aber das war, glaube ich, kein Grade A. Oh, mein Gott. Das hätte ich längst schon mal machen sollen. Einfach nicht abbrechen, einfach neu machen. Und dann wäre ich nicht so pessimistisch gewesen. Hätten wir es vielleicht tatsächlich ein bisschen früher geschafft. Aber naja. Letzten Endes haben wir es geschafft. Und es hat eigentlich auch trotzdem nicht so lange gedauert. Jetzt muss ich warten auf dieses Kackdings. Nicht ernsthaft. Bin immer gespannt, ob wir jetzt Grade A kriegen. Oder ob man tatsächlich richtig schnell sein muss. Und richtig tricksen und move und dance. Und wow. Was? Kommt der wieder? Ich komme mir irgendwie gerade ein bisschen verarscht vor. Ah, wahrscheinlich muss ich... Nee. Muss das so schnell gehen anscheinend? Also das werde ich hinkriegen, aber das ist ehrlich ein bisschen habe ich so, wenn man das mit den anderen Leveln vergleicht von Schwierigkeitsgrad her. Aber wie ich gesagt habe, das letzte Level war schon ein bisschen schwieriger, das jetzt anscheinend auch. Und die davor waren wirklich
für mich jetzt, der das Spiel schon ein bisschen besser kennt, relativ einfach. Es macht immer so einen relativ plötzlichen Sprung vom Schwierigkeitsgrad her. Macht ja aber nichts. Soll ja dennoch eine Herausforderung sein. Ach, an das Level erinnere ich mich auch noch zu gut. Da habe ich auch richtig, richtig lange rumgeeiert. Aber das ging jetzt first, right? Oder war das so ein ähnliches, was noch eine Ecke schwieriger war? Das werden wir herausfinden. Hä? Achso, ich brauche da vorne den Schlüssel einfach nur. Nein, Mensch. Oh mein Gott. Was soll das denn werden? So. Nein, 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 nein. Huch. Ach. So war das. Und dann muss ich da noch ein bisschen überleben, einfach nur. Ey. Ich hab doch nochmal gedrückt, als ich auf dem Boden war. Ich hab's mit eigenen Augen gedrückt, mit eigenen Augen gesehen, Mann. So, nochmal. So, jetzt aber. Jetzt einfach stehen. No. Oh, warum springe ich denn auch? Ich bin der Panda, Alter. Bin der Panda? Nein, aber. Ja. Warum bin ich gesprungen? Warum? Sag es mir. Und schon wieder. Ich mach das aus Reflex. Obwohl das total dämlich ist. So. Nicht nochmal. Ja, hier tatsächlich aus Reflex. So, und jetzt bleibe ich hier. So, und jetzt muss ich einfach nur mal schauen, wie komme ich an das Pflaster. Ich werde gleich sterben. Ich sehe schon kommen. Wie soll ich bitte an dieses scheiß Pflaster kommen? Von oben. Oh Gott, das fliegt weiter? Was war bitte das denn? Ich war zu hoch oder was? Aber so komme ich an das Pflaster anders komme ich da bestimmt nicht ran. Dann falle ich natürlich gleich wieder rein. Es sei denn, ich mache da geschickt einen Wandsprung und kann ich gar nicht getroffen werden. Lass mich mal versuchen, ich habe eine Idee. Und ich glaube, die müsste hinhauen sogar. Da bin ich mir relativ sicher, jetzt eben nicht zum Schwein. Oh Gott, ich lebe noch. Achso, doch, die gehen da dran kaputt, die Dinger. Nur die eben da dran, die durchfliegen. Okay, die nicht. Ja, genau, das wollte ich machen, diesen Wandsprung. Aber nicht zu sehr, weil sonst fliegen wir zu sehr nach oben. Das ist dann, wird dann auch wieder nicht gewertet. Was? Wir haben sogar noch Great A gekriegt. Die sind aber ja richtig, richtig... Ach, kriegt man Great A automatisch, wenn man das Pflaster sich holt wahrscheinlich. Weil wir haben 28 Sekunden gebraucht oder so. Und 17 sind vorgegeben, um an Great A zu kommen. Aber naja, freuen wir uns einmal mal des Lebens. Und wenn es ein Bug ist einfach, dann sind wir trotzdem glücklich. Weil das würden wir locker in 17 Sekunden hinkriegen, davon mal abgesehen. Nur halt, nicht unbedingt mit dem Pflaster. Aber das haben wir ja nun. Würden wir eh das nächste Mal nicht brauchen. So. Great A perfekt. Perfekt. Und das ist schon das 20. Level. Aus dieser wunderschönen dritten Welt von Super Meat Boy. Ah, das ist gleich der nächste Schlüssel, verdammt. Sagen wir ein bisschen lame, okay. Selbst wenn der Absprung kacke ist, solange es klappt, ist ja gut. Hä? Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Beim ersten Durchlauf ging das ja richtig prima. Was habe ich da anders gemacht? Warum bin ich... Ich komme mir total aufgeschmissen vor. So war das. Ganz genau. So. So. Oh. Alter. Achso, der folgt mir permanent und ich muss permanent in Bewegung bleiben, wenn ich nicht getroffen werden möchte. Oh Mann. Alter. So. Nicht nochmal. Komm. Nein. Was mache ich denn? Das ist immer so. Beim 20. Level hängt man ja meistens nochmal nicht. Das muss nicht mal unbedingt das Schwierigste sein. Es ist einfach so, man ist dann kurz vorm Ende der Welt und denkt sich so, yeah. Und dann kommt nochmal der richtige harte Teil des Lebens. So. Der ernste Teil des Lebens. So. Hey, wie... So. Alter.
Jetzt aber, komm. Oh Mann, verdammt. So, und da oben, ach, das ist ein anderer Schlüssel, um auch an das Pflaster zu kommen. Aber ich glaube, das lassen wir jetzt wirklich mal lieber außen vor, das Pflaster. Denn wenn wir das schaffen wollen in einer menschlichen Zeit, dann sollten wir, glaube ich, richtig schön auf das Pflaster verzichten. Und jetzt, Alter, geht das noch so richtig lahmarschig hoch. Wo man sich wirklich so denkt, leck mich am Arsch, du Spiel, aber Grade A. Und das Pflaster hätten wir rein theoretisch auch noch kriegen können. Das wäre allerdings wirklich definitiv noch eine ordentliche Herausforderung. Das wäre wirklich eine Herausforderung, da zurückzukommen. Und dieses Level, wer aufmerksam meine vorigen zwei Super Meat Boy Parts verfolgt hat, der wird dieses Level schon kennen. Da habe ich das nämlich gespielt, relativ am Anfang. Mal schauen, ob ich das jetzt besser hinkriege als damals. Denn da habe ich tatsächlich ein bisschen gefailt. Und meine lieben Leute, es geht schon wieder los. Aber dieses Level zur Feier des Tages, dass wir die dritte Welt durchgespielt haben, spielen wir jetzt einfach nochmal. Und dann würde ich mal sagen, hauen wir im nächsten Part rein in die Dunkelwelt. Also könnt ihr euch drauf freuen, die Dunkelwelt der dritten Welt. Die Dunkelwelt kommt, wenn ich das richtig erinnere, wenn man die ersten 5 oder 6 Welten durch hat, kommt die Dunkelwelt dazu. Und alle Levels, wo du A+ hast, kannst du dann nochmal spielen in einer schwierigeren Form sozusagen. Und versuchen da möglichst auch nochmal A+ zu schaffen. Aber wir haben ja jetzt nochmal alle mit A+ absolviert in der dritten Welt. Und dann haben, das heißt, dass wir alle Level der Dunkelwelt in der dritten Welt haben. Ich stotter mir hier eins zurecht. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich euch sagen möchte. Und nun ja, dann geht's ab. Dann geht die Post ab. Denn das ist nämlich um einiges schwieriger. Und ich kann euch eins sagen, die Dunkelwelt, das wird ein bisschen dauern, denn die habe ich selber noch nicht komplett durchgespielt. In keiner Welt, höchstens in der ersten, aber selbst da bin ich mir nicht sicher. Weil die sind wirklich ziemlich schwierig. Das sind knifflige Levels, wo man schon ein bisschen Skill braucht. Aber das schaffen wir, das werden wir schaffen, das bin ich total zuversichtlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, dann bin ich so happy, dass der Part gleich noch schneller kommt. Will ich euch natürlich motivieren, nein, hab euch lieb, bis zum nächsten Part, ciao.